Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, seien Sie gespannt. Pass auf, ein Wort. Einen schönen guten Tag. Detlef Rüsing, mein Name, aus dem Dialogzentrum Leben im Alter hier an der Hochschule Osnabrück. Sie sehen, heute wieder aus dem Homeoffice. Willkommen zu unserer neuen Folge von Auf ein Wort. Unsere kurze Sequenz, die wir immer am Anfang eines Monats machen, in der wir kurz zurückschauen, kurz sagen, was gerade läuft und einen Ausblick dann geben auf den folgenden Monat oder auf den aktuellen Monat. Wir haben im letzten Monat wie immer eine Menge Postings gemacht. Es gab einen neuen Forschungsnewsletter, es gab einen neuen Lichtblick. Insbesondere beim Forschungsnewsletter wünsche ich mir von Ihnen noch, dass Sie mal eine Rückmeldung geben, ob das für Sie in Ordnung so ist, ob Ihnen etwas fehlt und so weiter. Wir haben natürlich im vergangenen Monat, und darauf sind wir sehr stolz, endlich die Dialogakademie gegründet. Wenn Sie auf unserem Blog gehen, www.dzla.de, finden Sie dort unter dem Menüpunkt Dialogakademie die ersten drei Seminare und natürlich auch unsere Tagung, also unsere Tagung zum Thema Das Team als Therapeutikum. Sie können sich jetzt zu den Seminaren und auch zu dieser Tagung anmelden. Warum wir eine Dialogakademie machen, was das Ziel davon ist, da bitte ich Sie einfach auf unserem Blog nachzulesen. Wir haben das dort in unseren Beiträgen beschrieben. Ich habe auch was im Podcast dazu gesagt. Und und ich denke, wir können das Ihnen oder haben Ihnen das recht gut erklärt, warum wir das zu unserer kostenfreien Arbeit für Sie, also all das, was uns auf unserem Blog basiert, wird weiter kostenfrei für Sie bleiben, warum wir das zudem machen. Im letzten Podcast habe ich noch in der Serie mit Ihnen einen Gedanken von mir geteilt, der mir sehr wichtig ist. In diesem ging es darum, ob es sinnvoll wäre, in der Gerontopsychiatrie so etwas wie ein Demenzboard zu machen. Also ein Demenzboard nach dem Vorbild der Tumorboards in der onkologischen Medizin. Finde ich weiterhin einen spannenden Gedanken. Ich werde auch in diesem Monat noch ein Video dazu machen und Ihnen diese Gedanken nochmals darstellen. Hören Sie einmal nach in unserem Podcast. Sie müssen sich nicht dafür anmelden. Sie können es auch direkt auf unserem Blog hören. Schauen Sie sich einfach mal auf unserem Blog um. Ja, aktuell, wie gesagt, das Tagungsprogramm für den 4. November ist fertig. Aktuell drehen wir auch noch Videos, in denen wir kurz die Seminarinhalte der drei Seminare, es wird ja drei Seminare, sind bereits ausgeschrieben, zu denen Sie sich anmelden können, wie ich schon sagte. Einmal zum Thema Persönlichkeitsstörungen, dann zum Thema Depressionen in der Pflege alter Menschen und zum Thema Angst und Demenz. Und zu jeweils diesen Seminaren, so wollen wir es machen, werden wir ein kurzes Video machen, in dem der oder die jeweiligen Seminarleiter Ihnen kurz berichten, um was es dort geht und warum es sich lohnt, das Ganze zu machen. Ja, im kommenden Monat. Übermorgen wird es einen neuen DNQP-Post, Neues aus dem DNQP geben. Wir werden dann endlich morgen das Haustheater, das verschobene Haustheater in der Corona-Krise, also zu Social Distancing, Isolation und so weiter aufzeichnen. Per Skype morgen werden Christian Müller-Hergel und ich darüber kontrovers diskutieren. Und ich stelle schon mal jetzt die etwas ketzerische Frage, ob nicht dieser Maskenzwang, bildlich gesprochen, den wir jetzt haben, dafür gesorgt hat, dass wir die Missstände in der gerontopsychiatrischen Pflege damit demaskiert haben. Denn ich bin der Meinung, natürlich gab es zwar andere Formen, aber die Form sozialer Isolation und Social Distancing gab es natürlich auch schon vor Corona. Nichtsdestotrotz ist Corona eine besondere Herausforderung. Also, das zeichnen wir morgen auf und am 9. Juni wird es dann gesendet. Ich bin schon sehr gespannt. Was haben wir noch? Das Haustheater habe ich gesagt, Demenzboard habe ich gesagt, dazu mache ich ein Video. Und wir haben in Vorbereitung auf die Tagung, haben der Kollege Müller-Hergel, und vielmehr die Kollegen Müller-Hergel und Hensel, Interviews mit Teammitgliedern aus der gerontopsychiatrischen Versorgung gemacht und diese befragt danach, wie wichtig das Team für sie ist, wie sich ein Team konstituiert, woran Teams scheitern können, welche Bedeutung Teams auch als Therapeutikum haben. Das schneiden wir gerade zusammen, vielmehr der Kollege Hensel schneidet das gerade zusammen und auch das wird als kleines Video schon mal als sozusagen als Appetizer für unsere Tagung in diesem Monat
auf unserem Blog gepostet. Was haben wir noch? Es wird wieder Ende des Monats wie immer einen Podcast geben. Ich werde etwas machen aus unserer Serie Kritisches Glossar zum Thema der Häuslichkeit. Auch das ist vom letzten Monat auf diesen Monat verschoben worden. Also, wir haben ein volles Programm. Volles Programm. Sie haben damit sozusagen auch eins in diesem Monat. Lassen Sie sich auf unserem Blog blicken. www.dzla.de. Was bleibt? Es bleibt mir wie immer zu sagen, passen Sie gut auf sich auf. Ich habe bei den YouTubern gelernt, die sagen am Ende ihrer Videos immer, dass man auf den Daumen hoch klicken soll und auf das Abonnement. Auch das können Sie bei uns tun. Sie müssen es natürlich nicht. Sie können auch einfach so genießen. Sie können aber auch schreiben, wenn es Ihnen nicht gefällt. Ja, also. Wir freuen uns einfach darüber, wenn es eine Reaktion von Ihnen gibt. Schauen Sie sich um in unserer Dialogakademie auf unserem Blog. Schauen Sie sich mal die Seminare an, ob Sie etwas damit anfangen können. Und ansonsten, wir arbeiten wie gewohnt weiter. Vielleicht sehen wir uns jetzt schon etwas häufiger wieder im Büro. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute und passen Sie auf sich auf. Ihr Detlef Rüsing aus dem Dialogzentrum. Tschüss. Auf ein Wort.